Guten Tag. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zu einem weiteren virtuellen Pressbriefing hier beim Science Media Center aus Köln. Ich freue mich, dass Sie alle da sind und wir haben heute drei Experten gewinnen können für unser Pressbriefing, das unter der Überschrift "Nach dem trockenen Sommer und vor dem Abschluss des nationalen Wasserdialogs: Mit welcher Strategie lässt sich das Wasser in Deutschland künftig gut und fair verteilen?" Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gesehen hat. Im Frühjahr saßen wir hier auch in so einem virtuellen Pressbriefing zusammen und haben uns darüber unterhalten, was der Landwirtschaft und den Wäldern drohen könnte, wenn wir ein drittes trockenes Jahr in Folge haben könnten. Und wir haben damals über eine Facette überhaupt nicht gesprochen, die jetzt auf einmal im Sommer groß in der öffentlichen Aufmerksamkeit war. Denn als in Lauenau die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen ist, stand auf einmal die Frage im Raum: Kann das auch in größerem Ausmaß drohen und wie sicher ist die Trinkwasserversorgung in Deutschland? Und auch wenn wir uns alle bewusst sind, dass wahrscheinlich durch die aktuelle Corona-Pandemie und die Verschärfung der Situation, dadurch, dass viele Menschen zu Hause geblieben sind im Sommer, die Situation vielleicht sonst später erst so aufgetreten wäre, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass sowas in Zukunft immer mal wieder passiert durch den Klimawandel, sicherlich größer und die Herausforderungen wären nicht kleiner. Klar ist, wir Menschen brauchen Trinkwasser. Die Landwirte und Landwirtinnen müssen ihre Pflanzen und Tiere ausreichend wässern und den Tieren zu trinken geben können. Und auch die Industrie, die Energieversorgung und der Bergbau brauchen sicherlich in großem Umfang weiterhin Wasser. Bisher liegt der Anteil bei 3/4 von dem vom Menschen gebrauchten Wasser in Deutschland. Und da stellt sich dann die Frage, wie lässt sich in Zukunft das Wasser so verteilen, dass das allen gerecht wird, auch wenn es mal längere Zeit heiß und trocken ist. Ist es dabei möglich, dass alle ausreichend Wasser bekommen und wer muss vielleicht als erstes oder im großen Umfang Abstriche machen? Meine Wahrnehmung ist, dass das Problem in der Politik auch angekommen ist. Der nationale Wasserdialog, Herr Borchert, wir hatten darüber gesprochen in den Vorgesprächen, wird Anfang Oktober nach 2 Jahren intensiver Diskussion abgeschlossen. Und Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat sich vor 2 oder 3 Wochen in einem Zeitungsinterview auch dazu geäußert, dass sie Anfang oder dass sie im nächsten Jahr eine nationale Wasserstrategie formulieren und veröffentlichen möchte. Und auch wenn man einfach auf die Statistiken und auf die Zahlen guckt, könnte man sagen, mengenmäßig ist genug Wasser in Deutschland da. Und trotzdem wird es künftig in vielen Regionen immer mal wieder Stress geben. Wir werden uns über verschiedene Fragen unterhalten. Ich habe natürlich auch einige vorbereitet. Ich denke, die Experten haben auch einige interessante Punkte von sich aus beizutragen. Aber meine Bitte an Sie da draußen: Fragen Sie, was das Zeug hält. Wir werden versuchen, so viele Fragen wie möglich von Ihnen unterzubringen. Sie können Ihre Fragen in das Chatfenster rechts schreiben. Bitte achten Sie darauf, dass das in der Option an alle Teilnehmer passiert, denn nur dann kann die Kollegin, die mich aus dem Hintergrund unterstützt, Ihre Fragen auch sehen und die an mich weiterleiten. Ich werde Ihnen jetzt in alphabetischer Reihenfolge die Experten kurz vorstellen, eine Frage stellen und dann kurze Zeit später öffnen wir auch die Runde für Ihre Fragen da draußen. Traditionell und irgendwie etabliert mache ich es alphabetisch. Deswegen beginne ich mit Dr. Tim Austerbeek. Er ist Hydrologe und arbeitet am IWW Wasserzentrum in Mülheim an der Ruhr und leitet dort den Bereich Wasserressourcenmanagement. Sie sind seit 2012 am IWW, wenn ich das richtig mich erinnere. Aber Sie haben auch Ihre Doktorarbeit schon zum Thema Wasserressourcenmanagement und Klimawandel geschrieben. Haben Sie es ist ja jetzt dann. Darf ich ja sagen, weil ich im gleichen Topf sitze sozusagen, ist ja schon ein bisschen her mit Ihrer Doktorarbeit. Aber haben Sie dann das damals für möglich gehalten, dass uns das Thema jetzt Anfang der 20er Jahre in dieser Dynamik erreicht? Oder haben Sie gedacht, oh, ich denke da über ein paar Dekaden später nach? Ja, also das erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich arbeite eigentlich schon seit 2005 zum Thema Klimawandel und Wasserressourcenmanagement, eigentlich seitdem ich mit dem Studium fertig bin. Und früher war mein Fokus eher auf diesen globalen, kontinentalen Studien, weil wir in Deutschland den Klimawandel noch nicht so gespürt hatten, wie jetzt in anderen Regionen das der Fall war. Ich war zum Beispiel mit Dietrich Borchert damals in der Mongolei schon unterwegs, wo man aufgrund des kontinentalen Klimas sehr stark sehen konnte, wie stark der Klimawandel dort Auswirkungen hat. Und bei uns hat es ein bisschen gedauert, aber ich glaube, die letzten 3 Jahre, eigentlich die letzten 10 Jahre, aber insbesondere die letzten 3 Sommer, haben es, glaube ich, vielen Leuten klargemacht, dass der Klimawandel wirklich vorhanden ist und auch bei uns angekommen ist.
Aber haben Sie damals damit gerechnet, dass es jetzt schon der Fall sein könnte? Nicht in dem Ausmaße. Es war klar, dass es weiterhin zunimmt, aber es war mir persönlich damals nicht klar, dass das so schnell geht. Auch die Szenarien, die wir damals gerechnet haben, auch für Europa, die haben das für 2020 noch nicht so stark vorhergesehen. Okay, danke schön. Ich mache weiter. Professor Dr. Dietrich Borchardt. Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg und ist dort Leiter des Departments Aquatische Ökosystemanalyse und Management und leitet den Themenbereich Wasserressourcen und Umwelt. Herr Borchardt, ich kann mich an einen Satz erinnern, den auch Sie mal zu mir gesagt haben, als wir im letzten Frühjahr telefoniert haben, als ich Sie fragte, wie sieht es denn jetzt aus nach dem Winter mit der Wassersituation in Deutschland? Und da haben auch Sie zu mir gesagt, es müsste einfach mal wieder so richtig lange und ausgiebig regnen, damit wir mal wieder eine gute Startbedingung haben. Ist das überhaupt realistisch, dass das nochmal so passiert, dass wir ohne Hypothek ins Jahr starten? Jedenfalls ist es so, dass die Hypothek, die sich jetzt aufgebaut hat, und das hatte ja Tim Ausserbeer gerade gesagt, die sich schleichend eigentlich schon nicht erst in den 3 Jahren aufgebaut hat, sondern beispielsweise die Abflussdefizite sind schon deuten sich, also bauen sich schon sehr viel länger auf in die letzten 3 Jahre, jetzt in extremerer Art und Weise. Was man einfach sagen muss, ist, was wirklich kritisch ist, ist eigentlich, weil die, wenn wir jetzt vor allen Dingen über die Grundwasserressourcen und diejenigen Wasserspeicher, die die Abflüsse in unseren Fließgewässern bilden, die laden sich im Grunde genommen im Winter auf. Und weil wir im Sommer nicht aus natürlichen Bedingungen praktisch keine Grundwasserneubildung in unseren Regionen haben. Und deswegen ist diese Situation eben so besonders kritisch, dass wenn wir schon aus dem Winter mit einem Niederschlagsdefizit herausgehen, wir kaum damit rechnen dürfen, dass es sich flächendeckend über das Sommerhalbjahr generiert. Ich habe es ja gerade bei Ihrer Vorstellung kurz gesagt, Sie leiten das Department Aquatische Ökosystemanalyse. Und in den Debatten, die wir immer führen, geht es ja eben vor allem um die Fragestellung, wie kriegen wir genug Trinkwasser, wie kann die Landwirtschaft ihren Bedarf decken und auch die Situation der Wälder wird in der Diskussion immer mal wieder abgebildet. Wie schwer ist es aber denn tatsächlich, die Konkurrenz zwischen dem Bedarf von uns Menschen und der Natur gut im Blick zu behalten, wenn wir doch bei den Diskussionen scheinbar immer auf den Bedarf des Menschen vor allem gucken? Ja, ich finde, das spricht aus meiner Sicht fast die wichtigste Frage an, denn am Ende ist ja die Frage von Nutzung und Nutzungskonflikte eine Frage des Saldos. Also wie viel Wasser ist da und zwar nicht nur in welcher Menge, sondern vor allen Dingen auch in welcher Qualität. Und ich sage dazu auch gleich, das Wasserqualitätsproblem in Deutschland ist relativ größer als das Wasserquantitätsproblem, auch was Nutzung angeht. Und am Ende geht es um die Balance, welche der vielfältigen menschlichen Nutzungen, die angesprochen waren, können denn dann sozusagen befriedigt werden und bleibt am Ende auch genug übrig, dass wir die natürlichen Ökosysteme, die Biodiversität, die wir aus guten Gründen schützen sollten, auch tatsächlich noch dafür sozusagen genügend übrig lassen. Und deswegen ist es sozusagen tatsächlich eine Gesamtaufgabe, die noch nicht befriedigend gelöst ist, weil wir immer noch eine viel zu starke sektorale Sicht auf einzelne Bereiche des Wasserkreislaufs haben und auch auf im Grunde genommen sektorale Nutzung. Dankeschön. Dann schließe ich die Vorstellung jetzt ab, indem ich Ihnen auch noch Professor Dr. Wilhelm Urban vorstelle. Er ist Leiter des Fachgebiets für Wasserversorgung und Grundwasserschutz am Institut IWA an der Technischen Universität Darmstadt und seit 1996 dort am Institut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Herr Urban, Grundwasserschutz heißt Ihr Fachgebiet. Ich frage mich immer, der Großteil der Trinkwasserversorgung in Deutschland wird ja aus Grundwasser bestritten. Kann man so pauschal für Deutschland sagen, wie es um die Grundwasserkörper hier bestellt ist? Und welche Stressoren spielen mit rein, wenn wir über den Zustand der Grundwasserkörper in Deutschland sprechen müssen? Ja, ich bin eigentlich der Ingenieur in dieser Runde und mein Fachgebiet heißt ja Wasserversorgung und Grundwasserschutz. Und der Grundwasserschutz ist ganz wesentlich, weil eben 70% rund in Deutschland der Trinkwasserversorgung aus Grundwasserressourcen ist. Die einzelnen Grundwasserkörper, und das wissen die Hydrogeologen und Hydrologen wahrscheinlich noch viel besser als ich als Ingenieur,
Die einzelnen Grundwasserkörper werden sehr unterschiedlich dotiert. Das hängt einerseits von der Niederschlagsmenge ab, andererseits von der Situation, von der geologischen, hydrogeologischen Situation. Und insofern kann man sie nicht pauschal bewerten, gut, schlecht, sondern man muss sie immer sehr lokal bzw. regional bewerten im Hinblick auf die Quantität und die von Dietrich Borchert schon angesprochene Wasserbeschaffenheit dieser Grundwasserkörper. Okay. Ich stelle jetzt mal eine Frage, ohne Sie konkret an jemanden zu adressieren. Bitte fühlen Sie sich frei zu antworten. Herr Austerbeek, Sie waren bei mir zweimal verschwunden. Können Sie mich gut hören? Prima. Bei den Vorbereitungen dieses virtuellen Pressbriefings bin ich natürlich auch auf die Statistik des Wassernutzungsindexes gestoßen. Und wenn ich mir ansehe, dass, also man sagt, wenn 20% des verfügbaren Wassers in Deutschland genutzt würden, beginnt der sogenannte Wasserstress. Und Anfang der 90er Jahre wurde noch knapp ein Viertel des Wassers durch uns Menschen genutzt. Jetzt 2016, also jetzt 2016, bei den letzten Zahlen aus 2016 sind wir bei knapp unter 13%. Und die Deutschen verbrauchen auch deutlich weniger Wasser als noch früher. Wo ist denn das Problem? Ich kann ja einfach mal anfangen. Also aus meiner Sicht haben wir das Problem höchstens regional und saisonal. Also das heißt, wir haben regionale Hotspots, wo wir Probleme haben, weil erstens vielleicht nicht genug Wasser da ist oder zweitens, weil die Entnahme höher ist, als sie nachhaltig wieder auffüllbar ist, wieder heilbar ist. Und das zweite Thema ist dann auch Saisonalität, dass wir gerade im Sommer in den Dürrenperioden, insbesondere dann, haben wir die größten Wasserprobleme, weil dann braucht zum Beispiel Landwirtschaft benötigt Wasser, vielleicht zur Bewässerung, was früher nicht regelmäßig der Fall war. Trinkwasseranstiege, wir hatten eigentlich seit den 1980ern einen rückläufigen Trinkwasserverbrauch. Jetzt sehen wir in den letzten Jahren, besonders in den Sommermonaten, auch wieder einen deutlichen Anstieg, auch gegenüber den Vorjahren. Und das kumuliert sich dann natürlich. Und weil dieses Wort regional immer wieder kommt und wenn man jetzt denkt, Launau, ich glaube 4000 Einwohner, dann lässt sich das vielleicht noch über Tankwagen für ein paar Tage bewerkstelligen. Aber ist es denn denkbar, dass Berlin, das Ruhrgebiet oder Hamburg oder München irgendwann richtig in eine Trinkwassernotsituation geraten? Wenn keiner dazwischen gerätscht, rede ich einfach weiter. Oder wollen Sie, Herr Urban? Also ja, ich würde da gerne dazu was sagen. Also je größer die Versorgungsunternehmen sind und natürlich auch die Einwohnerzahl, die versorgt wird, man kann es auch festmachen an der Jahresabgabe, desto sicherer ist diese Versorgung, weil es einfach einen Ausgleich gibt im System. Es ist sehr, sehr viel Wasser, Trinkwasser im System des Unternehmens, im Leitungssystem, im Speichersystem gespeichert und zwischengespeichert und damit auch abrufbar. Und auf der anderen Seite können solche größeren Unternehmen, Hamburg, Berlin, Rhein-Main, ich denke da an Hessenwasser, die haben verschiedenste Wasserressourcen, die sie nutzen können. Also auch da sind sie bereits diversifiziert und nicht auf vielleicht einige wenige, wie das kleinere Kommunen und Städten oft haben, angewiesen, die dann eben in solchen Trockenzeiten mal trocken fallen, sei es jetzt Quellen oder Brunnen, und sie keine Ausweichmöglichkeiten unmittelbar verfügbar haben. Herr Borchert, Sie wollten ergänzen? Ja, ich würde gerne noch mal kurz dieses Thema Wassernutzungsindex ansprechen, weil Sie den zitiert haben und daraufhin referiert haben. Und so wie Sie referiert haben, ist es korrekt. Worauf ich hinweisen wollte, ist, was bildet dieser Wassernutzungsindex ab? Und bildet er wirklich sozusagen Wasserstress in allen Dimensionen ab, die wir hier heute angesprochen haben und diskutieren? Das tut er nicht, denn er bezieht sich auf den direkten Wasserverbrauch. Man könnte so sagen, den aktiven Wasserverbrauch, den wir haben. Aber zum Beispiel die Trockenschäden der Wälder, dieses Waldsterben auf über 300.000 Hektar Wald, Auswirkungen auf Ökosysteme, trockengefallene Bäche, Niedrigwasserführung, die dadurch bedingten Eutrophierungserscheinungen, all dies wird nicht abgebildet. Insofern ist, finde ich, der Begriff Wasserstress, den muss man an der Stelle sorgfältig anschauen, und er bildet eben nicht den gesamten Wasserstress in seinen Folgen ab, den wir, wenn wir einen Gesamtblick nehmen, im Auge haben müssen. Und das muss man ganz klar sagen,
wenn man über diesen Indikator spricht und diesen mit den Gesamtauswirkungen in Beziehung setzt. Herr Osterbeek, gerne. Ja, ich würde auch nochmal ergänzen, dass die Versorgungssicherheit, wie Herr Urban das ja auch gesagt hat, gerade in großen Regionen, die von starken oder großen Wasserversorgern versorgt werden, dass dort die Probleme geringer sind. Aber es hängt auch immer von der Wasserquelle ab, das hat Herr Urban ja auch gesagt. Wenn wir das Ruhrgebiet nehmen, dort wird viel Wassergewinnung aus dem Uferfiltrat der Ruhr gewonnen. Also dass wirklich das Wasser aus der Ruhr genommen wird. Oder bei Hessenwasser wird das Wasser aus dem Rheinau verwendet zur Anreicherung. Also dort ist man dann nicht ganz so abhängig von den Grundwasserressourcen, die immer etwas langsam reagieren auf externe Stressoren wie den Klimawandel, verglichen jetzt mit Oberflächengewässern. Aber wenn wir dann Richtung zum Beispiel Karst gehen oder Quellen oder Kluftgrundwasserleiter, wo alles relativ schnell passiert, wo das Wasser vielleicht auch nur kurzfristig vorhanden ist und man darauf angewiesen ist, dass es vielleicht längerfristig regnet, um auch die Grundwasserneubildung wieder voranzutreiben, dort bekommt man dann Probleme. Und das sind oftmals auch die kleinen Gewinnungsanlagen. Herr Urban, es gab direkt eine Nachfrage zu Ihrer Äußerung zu Berlin. Denn die Kollegin oder der Kollege schreibt, dass die Arbeitsgruppe Extremsituation der Umweltministerien in Brandenburg, Sachsen und Berlin es nicht ausschließt, dass die Wasserversorgung in Berlin gefährdet sein könnte wegen der Trockenheit in der Lausitz, wo das Quellgebiet der Spree liegt. Und auch der Spreewald sei als Ökosystem einfach gefährdet. Inwiefern, also wenn solche Arbeitsgruppen das feststellen, kann man dann trotzdem, na, zurücklehnen ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen, das lässt sich bewerkstelligen. Ich meine mich auch zu erinnern, dass es im letzten oder vorletzten Jahr schon mal das Problem der sogenannten braunen Spree gab, aufgrund der geringeren Wasserquantität auch die Qualität nachließ durch die angrenzenden Braunkohlekraftwerke, nicht Kraftwerke, sondern Tagebaue. Ja, natürlich. Also ich bin ja überhaupt kein Experte für Berlin. Ja. Deswegen will ich hier also auch in keinster Weise hier diese Arbeitsgruppe irgendwie bevormunden. Ich habe allgemein gesprochen und kann damit also auch nicht einschätzen, inwieweit konkret hier es vielleicht zu Engpässen oder gar Notständen in Berlin kommen kann. Ja. Ich habe vorhin also das allgemein bezogen auf die Größe des Versorgungsgebiets und nicht auf eine detaillierte Gegebenheit einer Stadt. Okay. Und Herr Borchert, Sie haben von dem Problem der Wasserqualität in Deutschland gesprochen. Könnten Sie das mal vergleichen mit der Qualitätsfrage in anderen Ländern? Also wie ist da Deutschland einzusortieren? Ist das größer? Also viele Grundwasserkörper sind ja auch mit Nitrat belastet zum Beispiel. Ja, also man kann diese Frage erstmal differenzieren und muss ja auch differenzieren für Grundwasser und die Oberflächengewässer. Und bei den Oberflächengewässern wiederum, wie ist die Wasserqualität in unseren Fließgewässern verglichen zu Standgewässern? Und also ganz grob lässt sich das Bild zeichnen, dass wir, wenn wir daran denken, wenn wir jetzt mal die einschlägige europäische Gesetzgebung zugrunde legen, wie Grundwasserrichtlinie und die Wasserrahmenrichtlinie, dass wir nur in wenigen Wasserkörpern, Grundwasserkörpern, von denen wir die wir in Deutschland haben, ein Mengenproblem haben. Also mit anderen Worten, da stimmt sozusagen die nachhaltige Balance zwischen Grundwasserneubildung und Entnahme nicht. Das liegt unter 10%. Wir haben aber in der Größenordnung zwischen 30% und 40% dieser Grundwasserkörper, die immerhin als große Grundwassereinheiten schon heute übermäßig stofflich belastet sind, überwiegend mit Nitrat, zum Teil auch aufgrund von Pestizidrückständen, auf jeden Fall von Menschen eingetragenen Stoffen. Also das ist mal das Verhältnis von Mengen zur Qualitätsseite im Grundwasser. Und was die Wasserqualität in den Oberflächengewässern angeht, ist das in den einzelnen Flussgebieten sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben, Tim Osterbeek sprach die Ruhr an, die bewusst und zielbewusst so bewirtschaftet wird, dass sie eine möglichst hohe Rohwasserqualität gerade auch zur Trinkwassergewinnung bereitstellt. Aber wir haben andere Flüsse, wo wir flächendeckend nach wie vor allen Dingen aufgrund von Mikroschadstoffen, vor allen Dingen aufgrund von Pestiziden, auch von einigen industriellen Schadstoffen, die einschlägigen europäischen Grenzwerte in fast allen Wasserkörpern, die wir als Oberflächengewässer haben, verfehlen. Und bei den Standgewässern ist es im Wesentlichen die Nährstoffbelastung, die nach wie vor viel zu hoch ist.
an Phosphor und Stickstoff, die uns das Eutrophierungsproblem beschert, auch in Talsperren, auch damit in Bezug auf die Trinkwassergewinnung. Und wir haben hier vor allen Dingen nach wie vor Hausaufgaben, was das Nährstoffmanagement angeht, damit wir auch immer noch, gerade auch in den Stammgewässern, eine Rohwasserqualität haben oder eine Qualität haben, die eine, sagen wir mal, mit verhältnismäßigen Methoden mögliche Trinkwasseraufbereitung immer noch zulässt. Und da sind wir nach wie vor auf einem kritischen, in vielen Fällen in kritischen Konstellationen, die sich jetzt klimabedingt, gerade was die Eutrophierung angeht, auch vermutlich verschärfen. Gibt es denn für die Lösung des Nitratproblems noch andere Lösungsansätze als in Anführungsstrichen nur ein bewussterer Umgang mit Mineraldüngern oder Gülle? Dann äußere ich mich als nächstes dazu. Also beim Stickstoff und Nitrat ist es in der Tat jetzt mittlerweile ein dominant aus der Landwirtschaft stammendes System, nachdem der größten Teil der Abwasserreinigungsanlagen dieser Größe in Deutschland zur Stickstoffelimination ausgebaut worden sind, mit entsprechendem Aufwand und auch mit entsprechenden Kosten. Ja, hier geht es darum und um die große Frage, ist dann jetzt diese sehr zögerliche Entwicklung hin auf die jetzt gerade in Kraft getretene Düngeverordnung hinreichend oder nicht. Da gibt es nach wie vor Grund zu der Annahme, dass jetzt in vielen Fällen durch die oder in bestimmten Konstellationen die Düngeverordnung vermutlich helfen wird, hier besser zu werden, aber in bestimmten Konstellationen eben auch noch nicht ausreichend ist. Ich persönlich bin da sehr skeptisch. Und das Zweite, was wir sehen müssen, der Weg ist sehr lang. Wir haben Aufenthaltszeiten im Grundwasser, die liegen in Jahrzehnten, in einigen Fällen vielleicht sogar im Bereich von 100 Jahren der Grundwasserkörper, die heute zu hoch mit Nitrat belastet sind. Und wenn wir heute alle Stickstoffüberschüsse, und um die geht es in der Landwirtschaft, und zwar überwiegend aus Gülle, aber auch aus erhöhten Mineraldüngergaben, heute einstellen würden, ist es ein Problem, das uns noch jahrzehntelang beschäftigt. Herr Osterbeek, beschäftigen Sie sich auch in Ihrer Arbeit mit beim Wasserressourcenmanagement mit dieser Fragestellung, auch was andere Verunreinigungen betrifft, jetzt Arzneimittel oder Pestizide oder sowas? Und ja, wie lässt sich dem begegnen? Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema in Deutschland, weil wir finden immer mehr, natürlich wird die Analytik immer besser, dadurch finden wir auch immer mehr Stoffe, aber andererseits hat der Eintrag auch von vielen Stoffen zugenommen. Das heißt, wir finden jetzt nicht nur Arzneimittel, die teilweise in wirklich erschreckenden Konzentrationen zu finden sind. Zum Beispiel in Deutschland ist Diclofenac ein Riesenproblem. Wir hatten da eine globale Studie gemacht, in welchem Land kommen welche Stoffe vor im Wasser. Und da war in Deutschland zum Beispiel gerade Diclofenac, das kennen Sie aus der Voltaren-Salbe zum Beispiel, ein Problem. In Deutschland gibt es dafür den Spurenstoffdialog. Auf europäischer Ebene gibt es dort aus Brüssel auch die Entwicklung eines Strategiepapiers, wie damit umgegangen werden soll. Es gibt angepasste Überwachungsmaßnahmen seitens der Länder und Bundesbehörden, die vermehrt dann auch bestimmte Stoffe messen. Aber im Prinzip brauchen wir ein Multibarrierensystem. Es hilft nicht nur dann, das Abwasser mit einer vierten Reinigungsstufe zu reinigen. Das ist natürlich hilfreich dort, wo wir Hotspots haben. Aber generell geht es auch darum, den Eintrag zu vermindern. Das heißt, wie schaffen wir das auch als Gesellschaft, den Eintrag von vielen Stoffen, die eigentlich vielleicht Luxusprobleme sind, dass wir die verhindern können. Und da gibt es viele interessante Ansätze. Es ist immer natürlich eine Finanzierungsfrage. Wie lässt sich sowas finanzieren? Zum Beispiel eine Aufrüstung von Kläranlagen ist extrem teuer. Oder auch eine Substitution von besonders schlechten Stoffen für die Umwelt ist ein Thema. Bei Arzneimitteln geht es zum Beispiel darum, wenn es jetzt zwei Arzneimittel gibt, die eine ähnliche Wirkung haben, aber man weiß, eins ist jetzt besonders schlecht für die Umwelt, dann wäre es hilfreich, dass auch die Ärzte das wüssten. Wenn es jetzt die gleiche Indikation bedeutet bei dem Patienten, dass man dann das andere Arzneimittel verschreibt, wenn es sonst keine andere Nebenwirkung hat. Also das sind so Ansätze, oder die Green Pharmacy, dass man versucht, einfach die Metabolisierungsrate von bestimmten Stoffen im Körper zu erhöhen. Das heißt, normal scheiden wir zwischen 20% und 80% des Arzneimittels, was wir einnehmen, wieder über den Urin aus. Und das landet dann über der Kläranlage dann wieder im Gewässer. Und da gibt es auch Ansätze. Da bewegt sich die Pharmaindustrie nur ziemlich wenig. Professor Kümmerer von der Leuphana-Universität macht da sehr viele interessante Studien.
Also da gibt es eine Menge Ansätze und es gibt auch schon viele Initiativen, zum Beispiel das Kompetenzzentrum Mikroschadstoffe in NRW oder auch in Baden-Württemberg und Berlin, wird da viel gemacht, aber es ist wirklich ein ganzheitlicher Ansatz notwendig. Wenn wir jetzt mal, mir fällt immer wieder das Wort Konkurrenz um Wasser ein, aber es ist ja am Ende, es ist ja keine klassische Konkurrenzsituation, aber wir Menschen brauchen Wasser für den Haushalt, Trinkwasser zum Kochen, zum Duschen, zum Waschen. Die Landwirtschaft braucht Wasser, um die Nahrungsmittel für uns herzustellen, die Energieversorgung, um die Energie für uns herzustellen tatsächlich. Wie lässt sich denn diese Konkurrenz wirklich so gut austarieren, dass also die Landwirtschaft, das diskutieren wir ja Jahr für Jahr sozusagen, wie die Trockenheit dort reinschlägt. Und ich finde immer besonders spannend die Frage, wenn man etwas austariert, muss ja am Ende vielleicht auch jemand Abstriche machen. Gibt es da Überlegungen, wie das laufen könnte? Vielleicht kann ich dazu kurz was anmerken. Überlegungen gibt es immer dort und wo unmittelbar ein Gebiet gegeben ist, wo diese Konkurrenzsituation akut ist. Das ist in ländlichen Räumen, beispielsweise in Hessen, häufig der Fall gewesen, dass man gleichzeitig Wasser für die Beregnung benötigt hat, gleichzeitig vielleicht noch ein hoher Grundwasserstand war, wo ein Feuchtgebiet geschützt wurde und die Wasserversorgung ebenfalls jeden Tropfen brauchte, also der Wasserspiegel abgesunken ist. Und wie man hier entscheidet, das ist sehr, sehr unterschiedlich nach Verwaltungsbehörde. Also das ist in keinster Weise einheitlich geregelt. Deswegen ist ja auch der Ansatz und eine mögliche Zielsetzung, dass man hier lokale und regionale Wasserbewirtschaftungspläne aufstellt, die eben diese Nutzungen insgesamt für die Region einmal gegenüberstellt. Und erst wenn ich das kenne und habe und auch den Behörden vorliegt, dann kann ich politische Entscheidungen auch darüber treffen, wie ich mit diesen Nutzungen umgehe im Hinblick auf Entnahme von bestimmten Wassermengen für bestimmte Nutzungen, also für die Trinkwasserversorgung, für die Beregnung, für das Feuchtgebiet, damit die Ökologie nicht beeinflusst wird. Den Forst werde ich wohl nicht beregnen, aber hier muss ich mir überlegen, kann der Grundwasserspiegel möglicherweise lokal angehoben werden oder muss er weiter absinken, weil andere Nutzungen Priorität haben. Herr Bosch, Entschuldigung. Bisher war es halt so, dass nur kurz noch, dass man eigentlich immer gemäß Wasserhaushaltsgesetz dachte, die Trinkwasserversorgung hätte Vorrang vor allen anderen Nutzungen. Das hat man mit der Novelle 2010 etwas aufgeweicht, ja, indem man hier Ausnahmen durchaus ermöglicht hat. Also da ging es um diese ortsnahe Verwendung und Kreislaufschließung von Wasser. Und da hat man also die Ausnahmen reingeschrieben, wenn dann nicht andere Quellen verfügbar sind oder es unverhältnismäßig wäre, zu teuer wäre, etc. etc. Also da hat man das aufgeweicht und es war ein Schritt in die falsche Richtung, denn das führt jetzt zu genau dieser Unsicherheit in der Entscheidung, wo ich Prioritäten setze und wo ich sie setzen muss und das dann unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden. Einmal ist der Wasserversorger prioritär, dann das Feuchtgebiet, zum dritten Mal die Landwirtschaft. Herr Borchardt? Ja, also ich denke, dass dieses Thema Nutzungen, Mehrfachnutzungen über die vielen Sektoren, die wir haben, erstmal etwas auszutun hat mit, mit dem Ausbalancieren von Nutzungen. Also vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, die Definition der Wasserwirtschaft ist die zielbewusste Ordnung der menschlichen Eingriffe auf den Wasserhaushalt. Das heißt, die Wasserwirtschaft hat eigentlich die Aufgabe, diese Nutzung erstmal unter einen Hut zu bringen. Das ist erstmal die grundsätzliche Herangehensweise. Und jetzt die Frage, wie weit ist das gelungen und wo gibt es diese Nutzungskonkurrenzen oder diese Mehrfachnutzung? Die gibt es immer dann dort,
wenn mehrere Nutzer, zum Beispiel Trinkwasserversorgung und Landwirtschaft zur Beregnung auf denselben Grundwasserkörper oder auf dieselbe lokale, regionale Grundwasserquelle zugreifen. Und dann ist erstmal die simple Frage zu stellen des Saldos. Wie viel ist da und wie ist der nachhaltige Ertrag und wer kriegt wie viel davon für welche Zwecke? Und dann gibt es die akute Situation, so wie wir sie jetzt haben, nämlich wenn Extreme auftreten, die weit weg sind. Und die Wasserwirtschaft ist ja immer eher so an durchschnittlichen Verhältnissen ausgerichtet in der Vergangenheit, aufgrund auch des Erfahrungswissens. Und jetzt kommen die Klimaextreme hinzu. Mit so etwas, mit der Frage, laufen wir, und so habe ich sie verstanden, in so etwas hin und kommt es häufiger vor, so eine Triage-Entscheidung treffen zu müssen. Wer kriegt es, wenn es denn knapp wird und wenn es jetzt Engpässe gibt, zuerst? Und diese Frage ist nur in Einzelfällen bisher gelöst und ist deswegen eine entsprechend wichtige Aufgabe, nämlich die Klimaprojektionen ernst zu nehmen und das regional anzustauen, sich regionale Stresstests sozusagen anzuschauen. Und da spielt eine weitere Sache eine ganz wichtige Rolle. Wir haben fast alle bedeutsamen Wassernutzungen in Deutschland haben eine Genehmigung. Wir haben ein ausdifferenziertes rechtliches Instrumentarium, nach dem jemand, der Wasser nutzen will, das entweder bei der mittleren, oberen Wasserbehörde beantragen muss und dafür eine irgendwie geartete Genehmigung bekommen, die aber dann natürlich widerrufen werden kann, aber in manchen Fällen ein verbrieftes Recht ist, in einigen Fällen sogar mit Bestandsschutz, mit annähernden Ewigkeitsrechten, zum Beispiel die Wasserkraft. Und dann haben wir plötzlich noch ganz andere Dinge, die dazukommen. Dann gibt es plötzlich Rechte, die vielleicht verbrieft sind, aber unter diesen Bedingungen nicht mehr funktionieren. Und das sind die Konstellationen, wo wir in echte Nutzungskonkurrenzen oder in Konkurrenzsituationen jetzt kommen, die man unter neuen Gesichtspunkten auflösen muss. Und das sehe ich als wesentliche Herausforderung. Weil Sie gerade sagten, es gibt Genehmigungen, sofort Herr Osterbeck, ich wollte nur kurz nachfragen, wem gehört denn das Wasser? Das Grundwasser. Wasser, sagt die Europäische Wasserrahmenrichtlinie in der Präambel, Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein Erdnisgut, das entsprechend geschützt und verteidigt werden muss. Und damit ist klar, was das europäische Recht als Rahmenrecht, übrigens das Wasserhaushaltsgesetz sagt das in ähnlichen Worten, es ist ein Gemeingut. Ein Grundelement der Daseinsvorsorge, das im Grunde genommen, wenn man so will, als allgemeines Rechtsgut zu betrachten ist. Und wer entscheidet dann, ob zum Beispiel Getränkehersteller im großen Umfang darauf zugreifen dürfen oder nicht? Am Ende entscheidet es die zuständige Wasserbehörde aufgrund eines ordnungsgemäßen wasserrechtlichen Verfahrens, das inhaltlich und materiell festlegt, wie zu prüfen ist, ob das am Ende umweltverträglich ist oder nicht. Okay. Herr Osterbeck, ich habe nicht vergessen, dass Sie sich kurz gemeldet hatten. Ja, ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, dass die Vorrangstellung von der Trinkwasserversorgung, die wurde ja auch von Frau Schulze in ihrem Interview in der Rheinischen Post, war es ja, glaube ich, wurde auch noch mal darauf hingewiesen. In NRW wurde vor 2 Wochen das Landeswasserhaushaltsgesetz angepasst, wo die Trinkwasserversorgung explizit reingeschrieben wurde als Vorrangstellung. Und ich denke, wir werden das auch in den anderen Bundesländern jetzt verstärkt sehen. Das hat natürlich insbesondere auch durch die heißen Sommer, wo jetzt die Nutzungskonflikte in den letzten 3 Jahren verstärkt aufgetaucht sind zum ersten Mal, in dieser Massivität, das hat das natürlich jetzt noch beschleunigt. Davon können wir ausgehen. Aber ich denke, in der Zukunft wird es darum gehen, dass wir auch vielleicht verschiedene Wasserqualitäten für verschiedene Nutzungen benötigen. Man muss ja nicht mit Trinkwasser oder gutem Grundwasser unbedingt bewässern. Man muss zukünftig schauen, für welchen Anspruch oder welcher Anspruch ist nötig für eine bestimmte Nutzung. Und dabei gibt es viel zu berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach Flusswasser nehme und das zur Bewässerung benutze, wo ich dann zum Beispiel Erdbeeren anbaue oder Weizen, dann kann das zu Problemen führen, weil wir in dem Flusswasser ja zum Beispiel die Arzneimittelrückstände haben, die wir dann auf das Feld geben und die theoretisch durch die Pflanze wieder aufgenommen werden können. Das heißt, es gibt momentan nur 2 Standorte in Deutschland, wo das eigentlich gemacht wird und da betrifft es nur Feldfrüchte, die auch für die Biogasproduktion genutzt werden, die dann verfeuert werden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, dann
bezieht sich ja der Beregnungswasserbedarf der Landwirtschaft auf, ich habe, glaube ich, zwei verschiedene Zahlen gelesen, einmal 1,3 und 3%, also relativ gering. Herr Borcher, korrigieren Sie mich gerne, wenn die Zahlen abweichen von dem, was Sie wissen. Aber im Vergleich dazu die Größenordnung, was die Industrie und auch die Energieversorgung und der Bergbau braucht, da sind wir ja bei gut 3/4, hatte ich vorhin gesagt. Gibt es denn dort viel Luft nach oben, um zum Beispiel dort genutztes Wasser nochmal zu verbrauchen oder wieder so zurückzugewinnen, dass es halt auch andere Nutzung zuzuführen ist? Und gibt es denn Forschung, wo die größten Wassersparpotenziale liegen? Tim, willst du, soll ich? Ich kann das dazu sagen, ja. Da sind wir wieder bei der Regionalität. Also es gibt regional, gibt es wirklich Wasserquellen, die ziemlich groß sind, wo wir auch keine Probleme mitkriegen werden. Gleichzeitig gibt es aber auch beim Bergbau zum Beispiel die Sumpfungswässer, es wird eine Wasserhaltung betrieben. Dort wird eigentlich gutes Grundwasser gehoben und dann abgeschlagen in den Rhein. Dieses Wasser könnte man zum Beispiel auch woanders nutzen, dort, wo wir Wasserprobleme haben. Das Problem ist immer der Transport. Es geht natürlich durch den Klimawandel jetzt immer weiter hin zu Verbundwasserversorgern oder Wasserversorgern, die sich zusammenschließen, um zum Beispiel mit Fernwasserversorgern, die so sicherstellen wollen, dass sie auch in Zeiten, in denen vielleicht ihre Quellen weniger ergiebig sind oder ihre Grundwasserleiter, dass dann auch Wasser über die Fernwasserversorger zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist die Zukunft, auch dieser Zusammenschluss einfach, um resilienter reagieren zu können. Darf ich hier ergänzen? Sehr gerne, Herr Obern. Was Reuse betrifft, wurde also bisher angesprochen vorwiegend das Oberflächenwasser oder Flusswasser. Wir haben hier eine neue Reuse-Richtlinie der Europäischen Union und da geht es um die Wiederverwendung von behandeltem Abwasser für Bewässerungszwecke. Und aus Sicht des Grundwasserschutzes ist das noch viel prekärer als die Verwendung von Flusswasser, weil ich da natürlich diese Spurenstofffrachten noch einmal ganz bewusst mit einbringe ins Grundwasser. Die Spurenstoffe werden ja in der Regel nicht aufgenommen von den Pflanzen oder Pflanzenwurzeln, sondern werden über den Boden vielleicht manche kurzfristig zurückgehalten, aber in der Folge ins Grundwasser ausgewaschen. Und die Maßnahmen, die hier in der Richtlinie vorgeschlagen sind, nämlich darüber hinaus eine Filtration und Desinfektion vorzunehmen, die sind mikrobiologisch richtig und gut. Und hier sind auch die Lockstufen angegeben, die solche, wenn man solche Aufbereitungsmaßnahmen dann setzt, auch einhalten muss. Das ist richtig, aber das hat keine Konsequenz auf die Spurenstoffe. Und insofern muss man das sehr kritisch sehen, Abwasser so weiter zu behandeln, um es in Deutschland als Bewässerungswasser für landwirtschaftliche Kulturen einzusetzen. Ich nehme jetzt nochmal das Schlagwort Spurenstoffe, was Sie gerade genannt hatten, um eine Nachfrage eines Kollegen, einer Kollegin aufzugreifen. Da kommt nämlich die Frage, ob jemand von Ihnen weiß, wie groß die Verschmutzung durch Medikamente und Nitrat und die anderen Dinge, die wir angesprochen haben, ist im Verhältnis zum Gesamtkontingent des Wassers, das wir zur Verfügung haben. Also wie viel Prozent des Wassers sind belastet? Also dazu kann man nur sagen, dass was die Nitratbelastung anbelangt, dass knapp 30%, ich glaube es sind 28%, aller Aquifere, also Grundwasserkörper, die in Deutschland vorhanden sind, sind in keinem guten Zustand gemäß Wasserrahmenrichtlinie sind. Also fast jeder Dritte ist hier mit Nitrat in einem Maß belastet, dass die Wasserrahmenrichtlinie nicht eingehalten wird. Und somit zumindest in Teilbereichen dieser Aquifere dann konkrete Maßnahmen gesetzt werden müssen, die jetzt auch in der Düngeverordnung neu geregelt werden, aber wo ich auch meine, dass die bei Weitem nicht ausreichen werden, hier die Ziele zu erreichen, zu einer Trendumkehr, damit man hier, also insbesondere was das Nitrat anbelangt, die wichtigste Trinkwasserressource so schützt, dass man sie nicht künftig verstärkt wird, aufbereiten müssen, damit es der Trinkwasserverordnung entspricht.
Und bei den Spurenstoffen ist es ja so, dass wir hier GOB-Werte haben, die vom Umweltbundesamt erarbeitet wurden, seit vielen Jahrzehnten auch auf den Stand gehalten werden. Und das ist maßgebend für die Bewertung letztlich, ob der Spurenstoff, der vorhanden ist, im Konzentrationsbereich Mikrogramm bis Nanogramm pro Liter, ob der trotzdem für Trinkwasserzwecke oder dieses Wasser trotzdem für Trinkwasserzwecke geeignet ist, obwohl solche Spurenstoffe überhaupt nicht ausgewiesen sind, bis vielleicht auf die Pestizide und ein paar wenige andere, in der Trinkwasserverordnung. Darf ich kurz noch einen Satz dazu? Bitte. Also ich glaube, dass man diese Frage, die ist sehr berechtigt, man muss sie aber sicherlich stellen oder beantworten, welcher Teil des Wasserkreislaufs ist denn gemeint? Also und da folgende Betrachtung. Also wenn wir jetzt mal von hinten denken und schauen, welche Wasserqualität haben wir denn an Stellen, wo sozusagen alle Stoffeinträge am Ende enden oder zusammenkommen, dann sind es unsere Küstengewässer und die Flussestuare. Und egal auf welchen Parameter wir hier gucken, ob es die Nährstoffe sind, ob es die Spurenstoffe sind oder andere, ist der Zustand aller Küstengewässer Deutschlands schlecht. Und deswegen, also im Sinne der einschlägigen Umweltrichtlinien. Und das zeigt einfach, dass die Stoffeinträge insgesamt aus dem Binnenland zu hoch sind. Also wir haben hier eine Hausaufgabe. Und jetzt kommt das zu tragen, was gerade schon gesagt wurde durch die Kollegen. Da muss man sehr genau hinschauen, wenn wir jetzt zurückgehen, aus welchem Teil des Binnenlandes kommt es denn? Dann teilt es sich eben auf. Wir haben nach wie vor Bereiche, die sind gering. Da, wo wir aber, denken Sie mal jetzt an den Harz und die Trinkwasserversorgung, gibt es Regionen, wo die oder auch andere Mittelgebirgsregionen, wo die Wasserqualität in den Einzugsgebieten von Talsperren noch so gut ist, dass man da sofort Trinkwasser drauf verwenden kann. Und wir haben andere, in denen wir halt dann entsprechend, wenn wir in der Intensivlandwirtschaft an das Nordostniedersachsen denken, da finden Sie keinen einzigen Flusslauf mehr, der nicht übermäßig mit Pestiziden, Nitrat und anderen oder mit Nährstoffen belastet ist. Dasselbe gilt für stark abwasserbelastete Gewässer. Insofern muss man immer sagen, worauf bezieht man das denn? Und welcher Teil des Wasserkreislaufs ist denn gemeint? Ist es das Grundwasser? Welches Oberflächengewässer? Oder redet man über die Küstengewässer, wenn es um die Frage geht, wie viel Wasser ist denn über die Maßen belastet? Ich, Herr Osterbeek, vielleicht aber kurz gerne, weil ich noch kurz. Ganz kurz noch eine Ergänzung dazu. Eine weitere Auswirkung des Klimawandels ist hierbei, dass wir gerade Flüsse oder Bäche, in denen wir einen hohen Abwasseranteil haben, also geklärtes Abwasser, das aus der Kläranlage kommt, dass wir da jetzt weniger Verdünnung haben, weil wir weniger Abfluss gerade in den Sommermonaten haben. Und das hat dann auch wieder Probleme zur Folge, einerseits für die Ökologie in den Flüssen und Bächen, andererseits aber auch für die Trinkwasservinnung aus dem Uferfiltrat. Das heißt, dass dort dann die Konzentrationen teilweise höher sind, als man es gewöhnt ist und deswegen jetzt mehr investieren muss in die Aufbereitung. In Kürze. Ich würde jetzt gerne nochmal zwei Begriffe aufgreifen, die ich in meiner Anmoderation ja auch mit eingebracht hatte. Und zwar, ich meine, der Sommer ist jetzt weitestgehend vorbei. Vielleicht wird sich die Wassersituation ein bisschen entspannen. Aber ich habe ja auch über den Abschluss des nationalen Wasserdialogs gesprochen. Ich weiß, Herr Borchert und Herr Austerbeek, dass Sie dort auch involviert waren. Bei Ihnen, Herr Obern, bin ich mir da nicht so sicher gerade. Wir hatten nicht drüber gesprochen. Aber 2018 hat das Umweltministerium diesen nationalen Wasserdialog einberufen. Was haben wir denn jetzt in der Hand am Ende des Wasserdialogs, was wir vorher nicht hatten? Vielleicht steige ich ein. Also ich denke, der Wert des Wasserdialogs besteht darin, ganz grundsätzlich Wasser und die Wasserproblematik, auch über die wir gesprochen haben, haben einfach in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren eher an Bedeutung verloren, gerade was auch den Stellenwert in der politischen Debatte einnimmt. Und wir haben diese Daseinsvorsorge, weil wir eben an so sichere Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gewohnt sind, vielleicht nicht so im Auge gehabt, wie wir es hätten haben sollen, nämlich um das tatsächlich im Sinne von Daseinsvorsorge langfristig zu sichern. Also der Punkt Nummer eins ist, ich denke, dass durch den Wasserdialog einfach, sagen wir mal, der Stellenwert auch und und die Aufmerksamkeit, die Wasser auch gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch im politischen Geschäft verdient,
dadurch steigt. Und ich denke, das ist wichtig, weil es hier wirklich um unser Lebensmittel Nummer 1 geht. Und es geht auch um einen wichtigen Aspekt des Umwelt- und Natur- und Biodiversitätsschutzes. Nummer 2 ist, es ist ein Prozess gewesen, der unter einer sehr, sehr großen Öffentlichkeitsbeteiligung von Nutzern und Interessengruppen gelaufen und stattgefunden hat, indem man immerhin indem man jetzt prioritäre Handlungsfelder identifiziert hat. Die Wasserwirtschaft ist groß, das haben wir gehört. Es gibt potenziell sehr, sehr, sehr viele Aspekte der Nutzung von Wasser. Die sind auf 5 Cluster oder 5 also größere Themenfelder zusammengeführt worden. Das gibt Orientierung, worauf man sich fokussieren muss. Und dann wird es jetzt in einem, hoffentlich, und das wird jetzt der entscheidende Punkt werden, jetzt geht es darum, dass man die Probleme, die man gefunden hat, die gemeinsames Problemverständnis, ist denn ein bestimmter Mikroschadstoff jetzt ein Problem oder auch nicht? Und welche Bedeutung hat er, dass das jetzt runtergebrochen wird in konkrete Handlungen, und zwar möglichst konkret und Verantwortlichkeiten, die dann auch wahrgenommen werden? Das wird jetzt die große Transferleistung, also das wird die große Leistung noch sein, das jetzt so unmöglich so verbindlich zu fassen, dass tatsächlich am Ende auch ein höheres Maß an verbindlichem Handeln rauskommt. Denn wir haben in Deutschland, das muss man deutlich sagen, auch erhebliche Umsetzungsdefizite in dem schon ohnehin vorhandenen, auch rechtlichen Rahmen, der vorhanden ist. Und da erhoffe ich mir einen Schub. Herr Osterbeek, ist das denn zu erwarten? Ich meine, in der Klimawandeldiskussion wissen wir ja auch, wir müssen die Emissionen der Treibhausgase senken, und alle sagen, stimmt. Aber die konkreten Umsetzungen, ist man lange im Startblock sitzen geblieben sozusagen. Wird das jetzt hier Anfang Oktober anders sein, wenn der Schlussgong ertönt? Es ist schon anders geworden. Das sieht man daran zum Beispiel, dass das Umweltbundesamt, was ja auch involviert war in der Organisation und Durchführung des Nationalen Wasserdialogs, dass die bereits mehrere Projekte in den letzten Monaten ausgeschrieben haben, wo genau diese Lücken gedeckt werden oder gefüllt werden sollen. Also wo es darum geht, ist Reuse zum Beispiel, die Wiederverwendung von Wasser, ist es eine Option für Deutschland, unter welchen Rahmenbedingungen? Wie können wir zukünftigen Wassernutzungskonflikten entgegenstehen? Also da sind momentan mehrere Projekte, auch durch die Länderarbeitsgruppe Wasser, auch durch die LAVA, laufen halt auch diese Projekte. Also da gibt es verschiedene Ansätze, und das ist eindeutig angekommen auch bei der Politik. Herr Urban, wenn Frau Schulze eine nationale Wasserstrategie ankündigt, wird ja wahrscheinlich auch das Ergebnis oder die Erkenntnisse aus diesem nationalen Wasserdialog damit einfließen. Was dürfte denn aus Ihrer Sicht einer solchen Strategie nicht fehlen, damit es eine gute Strategie ist? Also für mich hat diese Ergebnisse, wie sie bisher vorliegen, eines aufgezeigt, wie sehr unsere gesamte Gesellschaft von allen Sektoren der Wirtschaft angefangen bis zu den Menschen durch oder von Wasser durchsetzt ist. Deswegen ist es eine enorm komplexe sehr komplexes Problem, das unsere Gesellschaft komplett durchdringt, und deswegen ist ja auch die Umsetzung so schwierig. Das Gute war, dass man hier mal aufgezeigt hat und transparent gemacht hat, was für Handlungsfelder, welche Optionen, welche Ziele, wie erreicht werden könnten und bis wann. Wie das umgesetzt wird, wer damit beginnt, wo noch dazu die gesamten Zuständigkeiten vom Bund, Land bis zur Kommune derart zersplittert sind, ist die große Frage. Und wenn das gelingt, dann bin ich guter Dinge, dass man auch diese Problematik der negativen Auswirkungen des Klimawandels, insbesondere die langen Trockenperioden, aber auch natürlich den Hochwasserschutz, künftig bewältigen werden. In Hessen hat man das gemacht mit dem Leitbild Wasserversorgung Rhein-Main, also im Kleinen auf regionaler Ebene, wo im Wesentlichen ganz ähnliche Zielsetzungen und Strategien verfolgt werden. Und da, wenn da gelingt, das umzusetzen, zeitnah in den Zeitrahmen, wie sie vorgesehen sind, dann bin ich guter Dinge, dass das auf Bundesebene auch gelingen kann. Aber im Grunde genommen ist das, so wie die gesamte Entwicklung der Wasserwirtschaft, ein Jahrhundertprojekt.
Das muss man dazu sagen. Das hat sich nicht von jetzt auf gleich entwickelt, sondern ist über mehrere, viele Generationen zu dem geworden, was es heute ist. Und all diese Anpassungsmaßnahmen aus den vorher genannten Gründen werden ebenso Generationen jedenfalls beschäftigen. Herr Osterbeek, mit Blick auf die Uhr, mit Bitte um kurze Antwort. Also die Wertschätzung des Wassers durch die Gesellschaft, durch die Industrie ist extrem wichtig. Deswegen möchte ich noch mal kurz den DVGW-Wasserimpuls erwähnen, wo genau das erreicht werden soll. Also die Wertschätzung für das Wasser, dass die wirklich steigen muss auch in Deutschland. Okay, weil ich gerade den Blick auf die Uhr schon mal angeteasert habe. Ich mag dieses Format der virtuellen Pressbriefing sehr. Aber wir kommen immer wieder an den Punkt, dass die vorher so üppig erscheinenden 50 Minuten irgendwann zu Ende sind, die Fragen aber noch nicht. Ich finde es aber auch schön, wenn das so angeregte Gespräche sind. Vielleicht als allerletzte Frage in die Runde und wer möchte, kann sich gerne dazu einfach dann einbringen. Bei all der medialen Aufmerksamkeit, dieses Thema in den letzten Wochen erfahren hat und auch jetzt die Stunde, die wir darüber gesprochen haben, gibt es eine Fragestellung oder auch etwas Wichtiges, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen, was immer mitgedacht werden darf, muss oder zumindest nicht in Vergessenheit geraten darf bei all den Diskussionen? Wenn ich da beginnen darf, ein kurzes Statement, wenn ich das so verstanden habe, dann haben wir über einen Aspekt nicht gesprochen und das ist jeder Einzelne. Was kann eigentlich jeder Einzelne sozusagen als Akteur in der Zivilgesellschaft dazu beitragen? Und ich finde, dass auch diese, diese, man sagt im Englischen Water Legacy, also ein Basiswissen, eine Basissensibilität um die Frage des Verständnisses, welche Rolle ich im Wasserkreislauf spiele und was ich Gutes und Schlechtes tun kann, die ist unterentwickelt und gleichzeitig wird total unterschätzt die Verbrauchermacht, die uns helfen kann, Dinge zu tun, die staatlich oder auch auf dem Wege des Ordnungsrechts oder so nicht zu lösen sind. Und da würde ich mir auch einen entsprechenden Impuls erhoffen und das Thema wird auch entsprechend adressiert werden, nicht zuletzt auch in den Wasserdialog. Herr Osterbeek, Herr Obern, wollen Sie noch kurze Ergänzungen machen? Oder? Herr Obern, bitte zuerst dann. Ja, ich möchte vielleicht kurz hier auf den Wert des Wassers über den, was der Einzelne tun kann, quasi so ein Paradoxon einmal aufmachen. Ich glaube, es war Adam Smith, der da gesagt hat, wie essentiell ist ein Diamant, ja, für das menschliche Leben. Ich kann ihn weder essen noch trinken, aber er ist sehr, sehr wertvoll. Und beim Wasser ist es genau umgekehrt. Wasser ist essentiell für jeden Menschen. Wenige Tage reichen aus und wir dehydrieren und in der Folge sterben wir oder haben gesundheitliche Folgen. Aber es ist sehr, sehr billig. Also der Wert des Wassers mit 0,2 Cent pro Liter ist im Vergleich sehr, sehr billig. Und diese Position, diesen Wert zu schätzen, kann man vielleicht anhand dieses Beispiels einmal in die Diskussion mit aufbauen. Und das ergänzt sehr gut das, was Dietrich Borchardt vorhin gesagt hat, was der Einzelne tun kann. Sich diesen Wertebewusstsein einmal sich selber stellen. Genau, das betrifft auch mein Fazit, also was ich gerade schon gesagt habe mit dem Wasserimpuls, ist einfach die Wertschätzung des Wassers da sein muss. Und ja, mein finaler Satz ist eigentlich, dass die Trinkwasserversorgung in Deutschland sicher ist. Sie ist gut aufgestellt. Regional mag es Probleme geben, aber wir sind in einem wirklich hervorragenden System. Man kann in wenigen Ländern wirklich nur das Leitungswasser direkt vom Hahn trinken. Also da mache ich mir jetzt keine Riesensorgen, muss ich sagen. Gut, dann haben wir jetzt sogar ein bisschen überzogen und mir bleibt nicht viel mehr, als das Pressbriefing jetzt hier in irgendeiner Form abzubinden. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen da draußen, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns hier zuzuhören, uns mit Ihren Fragen zu unterstützen, Ihre Fragen an die Experten zu stellen. Sie können das Video noch im Laufe des Nachmittags über unsere Webseite sich auch nochmal anschauen, wenn Sie wollen. Und wir werden uns bemühen, morgen im Laufe des Vormittags die Transkription dieser Veranstaltung dann dort auch zur Verfügung stellen. Herr Osterbeek, Herr Borchardt, Herr Obern, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Ihre Expertise hier einbringen. Und ich freue mich sehr, dass wir dadurch diesen Raum hier hatten, um dieses Thema so intensiv zu besprechen. Vielen Dank dafür. Ja,
Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, vielen Dank an alle und einen schönen Tag noch, wo immer Sie auch sitzen. Tschüss. 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 Tschüss.